So, hallo, ich grüße euch von der Map Yasuo V3 Beta. Jo, so sieht das aus. In der letzten Folge habe ich ja das Stroh angefangen wegzufahren, das habe ich fertig gemacht. Wir werden die Felder düngen. Hilft ja. Boah, der bremst aber schlecht. Ja, wie gesagt, wir werden die Felder düngen. Und dann schauen wir mal. Ich habe nicht dran gedacht, dass ich ja eigentlich hätte noch ein bisschen weitermachen können sollen, damit wir die Nacht zu Ende haben, aber naja, egal. Dann gehe ich gleich mit euch hier ins Schlafzimmer. Ein bisschen Bubu machen. Wir werden sehen. Da kriegen wir alles hin. So. Ja, wie ich gesehen habe. Warte mal. Das kommt jetzt raus, das Video am Sam also morgen. Genau, morgen am Samstag. Farmer Andy hat so einige Dinge bei Forbidden Mod hochgeladen. Die Buttermaschine und so. Wer da Interesse hat, da ja mal reinschauen. Den Futtermischer, meine ich, habe ich gesehen. Und wie gesagt, Buttermaschine und so weiter und so fort. So, also ein paar Dinge sind da halt. Was brauche ich denn jetzt? Genau, jetzt muss ich hier hin. Zurück. Nee, da noch nicht, da. Was sind das jetzt hier? 12, glaube ich, ne? Düngen. Das war das jetzt 48 Meter oder sowas. Ist ja wurscht. Ich weiß auch wieder, was gemeint ist. So, zack, zack, zack. Und weiter geht's. Ich hätte noch vorher mal ausmachen können, damit nicht so unnötig viel Dünger verbraucht wird. Aber das hätte ja was mit Mitdenken zu tun gehabt und das kann ich ja nicht. Verstehst du? Ja, wie gesagt, also Farmer Andy hat da so ein paar Dinge bei Forbidden Mods von der Hofbergbahn eingestellt. Kann man gerne mal nachschauen. Jo, das war dieses, was ich euch sagen gewollt habe, genau. Nee, das war ja falsch, das wollte ich doch nicht. Ach Mann, du der Doof. So muss das. Ich und meine Knöpfe, ne? Habe ich schon mal, glaube ich, irgendwann mal erwähnt. Das ist so ein Thema für sich. Ich habe einfach zu viel davon. Glaube ich.
So, guck, es spritzt wieder ein bisschen weiter und wir nehmen uns wieder einen Kaffee, ne? Ist ja Kaffee ganz wichtig. Oh, ist das herrlich. Ich habe heute Morgen mal die Nase so vor die Tür gestreckt, schon mal so um gegen 6 Uhr. Boah, Leute. Also gefühlt ist das Minusgrade. Laut Temperaturanzeige zwar nicht, aber gefühlt sind das Minusgrade. Schattig. Äußerst schattig. Aber ich sag mal so, ne? November. Haben wir heute den 20. Ist das eigentlich normal? Also ich kann mich daran entsinnen, in meiner Kindheit, Mitte November, hatten wir teilweise schon Schnee liegen, für den ersten. Und natürlich Frost, klar. Also das, das entspricht jetzt schon mehr den November-Temperaturen als wie Anfang der Woche, aber wo wir 17, 18 Grad hatten, das war ja schon wieder unnormal. So, Dölle. Ja, das ist jetzt der kleine Streifen, aber da. Dafür machen wir den schmalen Streifen jetzt hier am Rand mit. Ich habe ja das Kalken und so weiter ausgeschaltet. Dann dünge ich jetzt. Dann wird geflücht. Und dann gehe ich mit der Drille mit Saatfunktion drüber. Ach, eine Drille mit Saatfunktion. Ist ne? Ganz wichtig hier mit Düngefunktion noch darüber, dann habe ich die 100% erreicht. Düngestufe Drille mit Saatfunktion, alter Falter. Ey. Ich brauche noch Kaffee. Ich brauche noch einen Schluck Kaffee. Oh Gott, aber so eine Drille, muss ich sagen, mit Saatfunktionen, die hat was. Das hat echt was für sich. Muss man sagen. Das sollte man echt nicht unterschätzen. Was das für Vorteile haben kann, wenn eine Drille eine Saatfunktion hat. Das ist schon sehr beachtlich. Da wieder hin, einmal drehen. So, Gelle. Jetzt müssen wir das mal etwas verschieben. Es schiebt nach links, es schiebt nach rechts. Das hat doch alles keinen Zweck oder so ähnlich. Ein bisschen weiter hin wird das Feld breiter. Ein bisschen weiter hin wird das Feld breiter. Das ist auch schön gesagt. So machen wir das. Genau. Zack. Und auf geht's. Jo. Dann war aber noch ein paar Minütchen. Dann gehe ich nämlich eher noch mit dem Bauzieher in der Runde.
Aber da haben wir noch ein bisschen Zeit. Wenn es zu dunkel ist, dann gehe ich nicht mehr. Ich habe zwar ein Leuchti für ihn, also ein Leuchthalsband, aber. Nee. Warum soll ich im Dunkeln laufen? Das sehe ich meinen Hund ja kaum. Nur in das Leuchthalsband. Den schmalen Streifen will ich aber hier nicht nacharbeiten. Das ist nicht so, das ist zu wenig. Das machen wir nicht. So, und weiter geht's. Ich könnte auch den Tempomaten nehmen. Dafür habe ich so ein Ding ja. Jo. Das ist dann leider schön gedüngt. Wieder der falsche Knopf verzollen hat. Ich kenne mich mit meinen Knöpfen nicht mehr aus. Ist das nicht schlimm? Aber das liegt daran, weil ich das schon wieder umprogrammiert habe, damit ich da das besser hätte. Ne? Aber anscheinend klappt das nicht. Das ist jetzt alles ein bisschen zentraler zusammengelegt auf das Seitenpanel. Muss ich mich jetzt wieder umgewöhnen. Ich drücke jetzt immer noch die alten Knöpfe. Das ist nichts gut. Das ist gar nichts gut. So. Die letzte Bahn und dann haben wir das schon erledigt. Sehr schön, sehr schön. Dann ist mir natürlich beim Strohballeneinlager noch ein Mistgeschick passiert, ist ja klar, das geht ja nicht ohne. Da muss ich gleich auch noch aufräumen, so wird das aus. Den machen wir auch aus. Den klappen wir zusammen. Dann gehen wir dahin. Oh. Guck mal, die Flügelchen. Jo, auf geht's. Ich denke, jetzt können wir fahren, ohne dass wir irgendwo hängen bleiben. Wo stelle ich ihn denn jetzt am besten hin? Ich stelle erstmal hier unter das lange Dach. Das große steht dann auch nicht so schlecht. So. Allee. Hopp.
Ja, Treckers habe ich auch getauscht, wie ihr seht. Wie gesagt, die. Zack. Oder? Geht doch, oder? Das Dieselross. Hier lang, fahrt hier lang, dann ist der lang und hier lang. Und dann nehmen wir uns den. Ach, siehst du? Jetzt weiß ich, was ich noch einstellen wollte. Ja. Machen denn meine Pio-Hühner? Also, haben wir denn schon Eier? Ein paar, so zwei, drei. 74. So. Alter Falter. So, klappen wir das Ding aus. Hey. So, die brauchen wir nicht mehr. Schon nicht mehr auf der Straße. Oder? So, den noch, jetzt müssen wir den einschalten, nach dahin. Da, automatische Öffnung 10, jawohl. Wunderprächtig. Einschalten, Gas. Geht, ne? Wenn man will, geht das alles. Überhaupt kein Problem. Man muss nur die richtigen Knöpfe zur richtigen Zeit drücken. Dann funktioniert das. Jo, guck. 18:30 Ingame-Zeit. Und das ist so kalt draußen. Herrlich, Prost Mahlzeit.
Samstag einmal quer. Dann darf der Helfer sich austoben. Und ich werde mal versuchen, ob ich meinen Strohballen wieder vernünftig hingestellt kriege. Jetzt muss ich mal eben gucken. Ne, das will ich so nicht. Das machen wir weg, das machen wir so. Okay. Und auf hier geht's, Uhr. Genau. Jetzt gucken wir mal, dass wir da hinkommen. Ne, der ist falsch. Da will ich hin. Was ist denn jetzt wieder für ein Quatsch hier? Das ist eine Seuche, ne? Dass sich das wieder hier irgendwie die Gabel automatisch hoch. Ich weiß nicht warum. Ab und zu hat er das. Da ist mich nämlich ist mich hier umgefallen, die Statue, weißt du? Die ich mit dem den nicht sauber abgesetzt, sondern ja, was heißt nicht sauber abgesetzt? Ich bin da auf diesen Betonpfeiler von der Stütze gekommen, mit einer Seite von den Ballen. Und da war er dann beleidigt. Das mogte er nicht. Das mogte er so nicht haben wollen. Und da ist er umgefallen. Nicht zu nah dran, sonst schmeiße ich mir den ganzen Rotzen hier selber auch wieder um. Wäre ja auch nicht so toll. Kriegen das? Irgendwie kriegen wir das. Alles nur eine Frage der Zeit. Alle Upsi.
Der sitzt, der ist nicht gut auf Vergabe. Ich glaube, so geht's besser. Naja. Nicht schön, aber selten. Typischer Charlie. Völlig klar. Schmeiß mir meine Bahn selber um, Idiot. Mann, 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 Mann. Ja, man kann sich das auch selbst ein bisschen versauen, ne? Ist halt so. Je, oh je, oh je, oh je. Schmeiß ich mir die Ballen selbst in mich, voll Ochse. So, und jetzt müssen wir mal gucken. Den hier noch darüber weg. So. So. Wie haben wir den? Den müssen wir auch noch eben wegnehmen, glaube ich. Ja. Seht ihr, und das ist das Übel da hinten, die beiden. Stehen sie wenigstens gerade. Gerade stehen sie jetzt. Jetzt muss ich mal das hier so hinfummeln. Wunderprächtig. Ich glaube, so sollte es passen. Oh, Leute. Huiuiui. Was war das denn? So sieht es besser aus, ne? Gott, Alter. Aua. Jetzt muss ich mal eben so ein bisschen nach oben in Luren gucken. Gucken, Luren, schauen, machen. Das ist nicht gerade. Das ist nicht gut. Schön stehen bleiben, Jungs. Mach dir keinen Kummer hier. So. Mm-hmm.
Brille. Müssen wir die jetzt wieder aufstapeln hier. Oh Leute, das sieht nicht gut aus. Oh, was ich denn da gemacht? Ja gut, dass wir das immer kontrolliert haben. Oder so. Nee. Man kann sich das Leben auch selber schwer machen. Jetzt geht gerade vorfahren. Wollen wir uns die ganze Sasche mal so angucken. Oh Mann, Leute. Gar nicht so einfach. Stehen lassen, sonst fällt der ganze Rotz gleich wieder um. Das steht alles sehr instabil, muss ich feststellen. Ups. Ja. Stroh war die Mitte, glaube ich. Aber nicht hier, weil es ist für Schabein. Ich muss dahin. Genau. Einen Schluck auf haben wir auch schon wieder. Katastrophe. Eine Katastrophe. So, dann bleibt ihr jetzt erstmal hier stehen. Licht aus, Motor aus, fertig. Okay. Ja, und schon haben wir wieder die Zeit voll. Meine Güte, die. Okay, dann sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Würde mich sehr freuen. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.